Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zum Bonus-Part von Prince of Persia: The Two Thrones. Das letzte Video der Prince of Persia-Reihe. Jetzt werden wir uns die Zusatz-Futures ansehen in der Grafikgalerie. Jetzt seht ihr übrigens, was es mit dem Grafik... Also was es mit den Sandkrediten auf sich hat. Durch die Sandkredite konnte man diese Bilder freischalten. Hier haben wir ein Bild von dem Prinzen, der gerade ein Haremsweib ersticht mit dem Dolch. Hier haben wir ein Bild von dem Prinzen mit zwei Schwertern. Hier haben wir ein extrem geiles Bild vom Prinzen. Hier haben wir... Ups, da wurde ich kurz unterbrochen. Ich bin gleich wieder da. Hab ganz vergessen, mein Handy auf lautlos zu stellen. So, das habe ich jetzt mal kurz erledigt. Und hier haben wir jetzt ein Bild mit ganz vielen bekannten Gegnern aus dem ersten Teil. Hier haben wir ein Bild vom Sandgeist. Hier haben wir ein Bild von dem Prinzen, der auf den Dächern steht. Hier haben wir ein Bild vom Prinzen, der auf dem Thron sitzt. Hier haben wir, was weiß ich. Hier haben wir noch irgendwas. Und hier haben wir eine Zusammensetzung von Prinzen. Hier haben wir den Prinzen von diesen Zeugs. Hier haben wir nochmal den Prinzen mit zwei Schwertern. Ein richtig cooles Bild aus Varia Within. Nochmal ein richtig cooles Bild aus Varia Within. Nochmal ein sehr cooles Bild vom Sandgeist. Und natürlich darf der Sandgeist auf dem Thron nicht fehlen. Ja, ich zeige euch das jetzt mal kurz im Vergleich. Also, nochmal. Das ist der Prinz auf dem Thron. Das ist der Sandgeist auf dem Thron. Darum heißt das Spiel ja The Two Thrones, weil er auf zwei verschiedenen Thronen herrscht. Also über zwei verschiedene Königreiche herrscht. Zum einen ist er halt der Sandgeist, der Herrscher über die Sandarmee. Und zum anderen ist er der Herrscher des Persischen Reichs, Prinz Dastan. Und jetzt schauen wir uns nochmal andere Charaktere an. Das ist Farah aus dem ersten Teil. Das ist Farah aus dem dritten Teil. Das ist Kailina aus dem dritten Teil. Das ist auch wieder Farah aus dem dritten Teil im Kampfposition. Das ist Kailina aus dem dritten Teil nochmal. Das ist der alte Mann in der Bibliothek. Das ist der alte Mann vor irgendwelchen Kerzen. Das ist ein Bogenschütze. Das ist der Sandgeist, der von der Insel der Zeit durch die Maske des Todes geboren wurde. Das ist Chade. Das ist König Sharaman aus dem ersten Teil. Das ist der Visier oder Savan aus dem ersten Teil. Das ist Savan aus dem dritten Teil. Das ist Savan aus dem dritten Teil, nachdem er verwandelt wurde.
Und das ist Savam nochmal aus dem dritten Teil, nachdem er verwandelt wurde. Und jetzt kommen wir zur Illustrationsgalerie bei Sands of Time. Das ist ein Schwert. Das ist ein Bogenschütze. Das ist eine Krähe. Das ist die so ein Hammertypi. Das ist der Dolch der Zeit. Das ist Azad. Das ist nochmal Azad. Das ist das magische Schwimmbad. Das ist so ein Schwertkämpfertyp. Das ist auch wieder Sharaman. Das ist so ein Kettenmeister. Das ist so eine Haremsfrau. Das ist der Sultan. Und das ist so ein Lanzentyp. Das waren die aus Sands of Time. Jetzt kommen die aus Faerie Within. Das ist die Haupthalle. Das ist das Schiff des Prinzen. Das ist der Palast der Zeit. Das ist der Eingang des Palastes. Das ist nochmal der Eingang. Das ist der Dahaka. Das ist der Palast nochmal in einer kompletten Ansicht. Das ist nochmal der Eingang. Nein, das ist der Gartenturm. Das ist der Altarturm. Das ist nochmal ein anderer Teil des Gartenturms. Das ist der alte Mann. Das ist die Zeitkammer in der Gegenwart. Das ist, glaube ich, die Schmiede. Das ist der Gartenturm in der Gegenwart. Und das ist die Zeitkammer in der Vergangenheit. Jetzt kommen wir zu The Two Thrones. Das ist der Prinz, der irgendwo rumsteht. Das ist die Manufaktur. Das sind die hängenden Gärten. Das ist der Bogen von Farah. Das ist die Vorstadt. Das ist das Schwert von König Sharaman. Das ist was auch immer. Das sind Zelte. Das ist irgend so ein Teil der Mauer. Das ist die Klingenkette von Sandgeist. Das ist nochmal irgendein anderer Teil von Babylon. Das ist der Dolch der Zeit. Das ist der Turm von Babylon. Das ist nochmal ein anderer Teil der hängenden Gärten. Und das ist der Gang, in dem uns der Visier in einen tiefen Brunnen geworfen hat. Gibt's noch an Videos irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben? Nein! Da gibt's nur die, die wir schon gesehen haben, die wir kennen. Ich würde jetzt sagen, ich lasse euch jetzt einfach mal ohne meine Stimme die Credits anhören. Und würde sagen, ihr stimmt nochmal im letzten Part. Ich habe da ja eine Abstimmung gestartet, falls ihr es noch nicht getan habt, ab was ich als nächstes Let's Playen soll. Die vorgeschlagenen Spiele, die ich Let's Playen soll, stehen in der Videobeschreibung. Wenn keine einzige Stimme abgegeben wurde bis morgen, dann werde ich einfach selber entscheiden, was ich Let's Playe. Es war mir wie immer eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt und auf das Glockensymbol noch nicht geklickt habt, macht es, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.